Hallo, guten Morgen. Heute ein kleiner Nachruf von mir. Am Wochenende ist bekannt geworden, dass Sean Connery gestorben ist, der durch den Geheimagenten James Bond 1962 schlagartig berühmt wurde. Ich habe ihn sehr gemocht als Schauspieler. Habe mich praktisch mein ganzes Leben lang begleitet. Er ist geboren am 25. August 1930 in Edinburgh, war also Schotte sein Leben lang mit Leib und Seele. Hat mit 13 die Schule verlassen, hat zahllose Jobs damals gemacht. LKW-Fahrer, Aktmodell, Milchmann, Sargpolierer und war, sage und schreibe, Bodybuilder und Dritter beim Mr. Universe 1950. Seine körperliche Präsenz war immer sehr stark in den Filmen. Was ich auch gemacht habe, er ist zu seiner Brustbehaarung gestanden, zu seiner Körperbehaarung, dem Männlichkeitssymbol der damaligen Zeit. Er war 6-mal James Bond, viele sagen der James Bond schlechthin. Er hat eine gewisse körperliche Präsenz gehabt und eine Brutalität, die später erst wieder mit Daniel Craig gekommen ist. Wobei ich Roger Moore auch sehr verehrt habe, weil der war der lässigste James Bond, möchte ich mal sagen. Ja, nach James Bond wird es dann ein bisschen weniger mit den Rollen. Er hat auch nicht diese großen Kassenknaller gehabt. 1974 hat er in Zardos einen Science-Fiction-Film mitgespielt, der ziemlich gefloppt ist. Die Brücke von Arnhem ist gekommen, große Kriegsfilmproduktion bei Hitchcock. Hier sieht man ein paar so Ausschnitte aus seinen Filmen. Hier zum Beispiel in Marnie hat er mitgespielt. Und später als Vater von Indiana Jones in dem letzten Kreuzzug ist er unvergessen. Für die Rolle in die, wie hießen sie gleich, die Unbestechlichen 1987 mit Kevin Costner hat er einen Oscar bekommen als beste Nebenrolle. Also auch da wurde er geehrt. 2000 wurde er von der Queen zum Ritter geschlagen. Ist er natürlich auch mit seiner schottischen Tracht und einem Kilt gekommen. Und ein weiterer Meilenstein war die Verfilmung von Umberto Ecos Im Namen der Rose, wo er diesen Inquisiteur William de Baskerville gespielt hat. In letzter Zeit ist er ein bisschen ruhiger geworden, hat viele Gerüchte gegeben um eine Alzheimer-Erkrankung oder einen Tumor, was aber letztendlich anscheinend nicht gestimmt hat. Er ist einfach 90 Jahre alt gewesen und ist jetzt auf den Bahamas gestorben. In Nassau, wo er seit den James-Bond-Filmen damals ein Haus besessen hat. Ja, schade um ihn, er war ein Original. Da kommt mir auch doch gleich die Idee, dass ich mal schauen muss nach einem Aston Martin von Corgi. Das war das Spielzeug damals, schlechthin in den 60er Jahren, aber für Kinder von Otto und Normalverbraucher unerschwinglich. Die haben damals bestimmt schon 25, 30 D-Mark gekostet. Aber heutzutage müsste man sich das leisten können. Das war's. Ich sag Servus Sean Connery. Danke für die vielen schönen Filme. Servus, bis zum nächsten Mal.